Hallo und herzlich willkommen zu unserer 12. und letzten Sitzung in der Vorlesung Biologische Psychologie. Wir sind, nachdem wir jetzt alle unsere Sinne fast durch haben, bei unserem letzten sensorischen System angekommen, nämlich bei den chemischen Sinnen, also den Sinnessystemen, mit denen wir chemische Stoffe in unserer Umgebung wahrnehmen. Und dazu gehören ganz grob zwei Sinneskategorien, einmal unser Geruch mit unserer Nase und einmal unser Geschmack, vor allem mit unserer Zunge als Sinnesorgan. Und die wollen wir uns heute mal im Detail anschauen, um dann so ein bisschen rauszubekommen, wie wir denn eigentlich chemische Stoffe in unserer Umgebung wahrnehmen. Das Erste, was wir uns anschauen, ist unser Geruch. Also Geruch, diesen Sinn, den wir vornehmlich über unsere Nase aufnehmen, spricht ja auch von olfaktorischen Reizen, das sind im Grunde in der Luft gelöste Moleküle, also organische Stoffe, die irgendwie so um uns herum, in der Luft herumschweben. Und diese Stoffe, die müssen löslich in Gasen sein. Um uns herum haben wir ja also ein Gas und da drin müssen diese Moleküle zu transportieren sein. Und die müssen sich in unserer Riechschleimhaut, also in dem Schleimfilm auf unserer Riechschleimhaut lösen lassen. Also wenn es Ihnen gerade so geht wie mir, dass Sie so leicht verschnupft sind, dann merken Sie, Sie produzieren relativ viel Sekret in Ihrer Nase und in diesem Nasensekret, da müssen Sie diese olfaktorischen Reize drin lösen. Wir haben auch für unsere olfaktorischen Reize, eine Maßeinheit, erinnern Sie sich nochmal an letzte Woche, da hatten wir Phson beispielsweise kennengelernt für die Lautstärke und so haben wir es im olfaktorischen System, den Olf, die Maßeinheit. Fun Fact, ein Olf, das ist der Geruch, den Sie gerade so in Ihrem Ruhezustand ausströmen. Also es ist tatsächlich definiert als von einer Standardperson geströmter Geruch, wenn Sie gerade eben nicht körperlich hart arbeiten, sondern in einem wohlklimatisierten Raum herumsitzen und etwa 0,7 Mal pro Woche baden, dann haben Sie einen Eigengeruch von einem Olf. Also sprich, Sie können jetzt mal an Ihrem Nebensitzer, an Ihrer Nebensitzerin riechen, dann wissen Sie mal, was ein Olf ist. Also das ist die Maßeinheit für unsere olfaktorischen Reize. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das eigentlich für komische Reize sind, die wir hier wahrnehmen. In unserem olfaktorischen System haben wir ein Prinzip, das wir schon von unseren anderen Nervenzellen kennen, nämlich das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, wir haben an unseren Riechsinneszellen Rezeptoren, die Bindungsstellen haben, passende Bindungsstellen für ganz spezifische, ganz bestimmte Stoffe. Also genau wie wir es auch bei Nervenzellen kennengelernt haben, da haben wir Rezeptoren an Ionenkanälen, die passend sind für ganz bestimmte Neurotransmitter. Und genauso haben wir an diesen Riechsinneszellen Rezeptoren, die ganz spezifisch sind für ganz bestimmte chemische Stoffe. Was wir dabei im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass jede Riechsinneszelle nur eine Art von Rezeptoren ausbildet. Gerüche, die wir aber aufnehmen, sind selten nur durch ein Molekül definiert. Also in der Regel haben Gerüche, die wir aufnehmen, eine Kombination aus der Aktivierung mehrerer Rezeptoren. Also haben wir beispielsweise, wenn wir so Kaffee riechen oder so, haben wir irgendwie 600 oder 800 verschiedene Moleküle, die diesen Geruch erzeugen. Und die müssen dann quasi gleichzeitig aktiv sein und gleichzeitig an die unterschiedlichen Rezeptoren an unseren Riechsinneszellen binden. Also diese Rezeptoren, die werden nur durch einen ganz bestimmten Stoff aktiviert, aber ein Geruch beinhaltet immer mehrere Stoffe, aktiviert also mehrere von diesen Gerüchen. Sie sehen dieses Prinzip so ein bisschen auf dieser Abbildung hier dargestellt. Da haben wir auf der einen Seite eben diese Strukturformeln für die unterschiedlichen Gerüche und Sie sehen dann, okay, jeder Geruch aktiviert eben in der Regel mehrere von diesen Rezeptoren und aus dieser Kombination der Aktivierung der Rezeptoren entsteht dann sowas Komplexes wie Geruchswahrnehmung. Sollten Sie eines Tages mal in die Lebensmittelindustrie gehen und da in die Entwicklung von
von Geruchsstoffen gehen, dann ist genau das ein ganz wichtiger Aspekt. So, wie kann ich ganz bestimmte Gerüche künstlich nachbilden? Also wie kann ich die Aktivierung von einzelnen Rezeptoren an meinen Riechsinneszellen künstlich nachbilden? Jetzt haben wir schon gehört, okay, wir haben Riechsinneszellen, die so ein bisschen funktionieren wie Nervenzellen. Jetzt schauen wir uns mal an, wo sitzen die denn eigentlich? Unser olfaktorisches System besteht mehr oder weniger zum Großteil aus unserem Nasenraum. Das heißt, wir haben in unserem Nasenraum einen Raum, wo wir Luft einatmen und in dieser Luft sind ganz bestimmte Moleküle gelöst und die strömen jetzt durch die eingeatmete Luft an diesen Riechsinneszellen entlang. Das können Sie sich ein bisschen vorstellen, wir haben hier also hinter unserer Nase ein Hohlraum und in diesen Hohlraum hängen unsere Riechsinneszellen rein und wenn da Luft vorbeiströmt, dann aktivieren die Moleküle eben diese Riechsinneszellen. Diese Aktivierung von den Riechsinneszellen, die funktioniert schon aufgrund von sehr, sehr wenigen Molekülen. Also wir können schon sehr geringe Konzentrationen von Molekülen tatsächlich über unseren Geruchssinn wahrnehmen. Und diese Wahrnehmung, die adaptiert auch über die Zeit. Das kennen Sie auch, Sie sind vorhin hier in diesen Raum reingekommen, der Raum war vorhin besetzt, hier hat vorher schon eine Vorlesung stattgefunden. Der Raum hat also einen Eigengeruch und jetzt sitzen Sie hier eine Viertelstunde oder 10 Minuten drin und jetzt nehmen Sie diesen Eigengeruch dieses Raums vermutlich nicht mehr wahr. Das heißt, Ihr Geruchssinn hat sich an die Umgebung adaptiert. Das funktioniert, diese Adaptation funktioniert über zwei Mechanismen. Einen haben wir schon kennengelernt, in der Betrachtung der Nervenzellen. Nämlich, wenn die Rezeptoren an einer Nervenzelle durch ein Molekül belegt sind, dann kann dieser Rezeptor nicht mehr reagieren. Das heißt, der ist für eine Zeit lang blockiert. Also sprich, hier in so einem Raum, Sie nehmen Geruchsmoleküle auf und diese Moleküle blockieren die Rezeptoren an Ihren Riechsinneszellen. Und solange die blockiert sind, können Sie hier keine neue Information mehr kodieren. Das zweite ist eine aktive Hemmung auf Ebene des Bulbus olfactorius. Bulbus olfactorius, kommen wir gleich dazu, unser Riechkolben. Da haben wir das Prinzip der lateralen Hemmung, das wir aus dem visuellen System auch schon kennen, dass sich also benachbarte Nervenzellen gegenseitig hemmen und damit die Weiterleitung von Informationen blockieren. Schauen wir uns also mal diesen ganzen Bereich des Bulbus olfactorius und der Riechsinneszellen genauer an. In unserer Nase haben wir eben unsere Riechschleimhaut. In dieser Riechschleimhaut haben wir das Riechepithel. Das heißt Riechepithel, weil da sehr viele Epithelzellen, also Stütz- und Versorgungszellen sind. Und in diesem Gewebe aus Stütz- und Versorgungszellen sind bipolare Nervenzellen eingebettet, unsere Riechsinneszellen. Das ist der Teil unseres olfaktorischen Systems, der in Kontakt steht mit der Außenwelt. Der nächste Verarbeitungsschritt findet dann im Inneren unserer Schädelhöhle statt. Da haben wir dann den Bulbus olfactorius, hatte ich schon erwähnt, der Riechkolben und dann den olfaktorischen Kortex im Gehirn. Fangen wir mal mit dem Bereich an, den wir in der Nase vorhanden haben. Da haben wir eben unser Riechepithelium. Das sind eben zum Großteil Stützzellen. Da haben wir Stammzellen, die relevant sind, um neue Riechsinneszellen zu generieren. Das heißt, wir haben, erinnern Sie sich nochmal an letzte Woche, da haben wir das kennengelernt im auditorischen System, dass die Haarsinneszellen, wenn die einmal geschädigt sind, nicht wieder reproduziert werden. Die werden also nicht wieder repariert, werden nicht wieder hergestellt. Im olfaktorischen System, da werden die Riechsinneszellen, wenn die absterben, neu, die werden ersetzt. Wir haben also einen ständigen Ersetzvorgang durch von diesen einmal abgestorbenen Riechsinneszellen. Diese Riechsinneszellen selbst, das sind im Grunde bipolare Nervenzellen. Die sind genauso aufgebaut wie bipolare Nervenzellen, schauen genauso aus wie bipolare Nervenzellen und verhalten sich auch genauso wie bipolare Nervenzellen. Das heißt, wir haben einen Zellkern. Der Zellkern sitzt auch tatsächlich im Riechepithelium und auf der einen Seite haben wir dann ein Dendrit mit Zilien, also mit so kleinen Härchen dran und auf diesen Zilien drauf, da haben wir dann unsere Bindungsstellen, also die eigentlichen Rezeptoren, an die dann unsere in der Luft gelösten Moleküle binden können.
Ganz wichtig eben, diese Riechsinneszellen, die werden ständig erneuert. Kleine Nebenbemerkung, wir haben ganz am Anfang der Vorlesung kennengelernt, so ein paar Methoden, wie wir unser Nervensystem untersuchen können, unter anderem eben Einzelzellableitungen, erinnern Sie sich nochmal dran, war die Patch-Clamp-Methode, wie man so an einzelnen Nervenzellen, das mit Zellmembranpotenzial messen kann. Wenn Sie sowas beim Menschen machen wollen, Riechsinneszellen sind da eine ganz gute Möglichkeit. Da können Sie also tatsächlich an diesen Riechsinneszellen als Modell der Nervenzelle, der lebenden Nervenzelle, am lebenden Menschen Einzelzellaktivität messen. Das ist eine relativ aufwendige Methode. Da muss man dann quasi einzelne, also haarfeine Nadeln in ihren Nasenraum einführen, um dann einzelne Nervenzellen zu treffen. Aber dann kann man damit tatsächlich Einzelzellaktivität an Nervenzellen beim Menschen messen. Auf diesen Bipolarzellen haben wir eben am Ende der Dendriten haarfeine Ausstülpungen, die Zilien genannt. Und auf diesen Zilien, da finden wir dann die eigentlichen Rezeptoren. Diese Rezeptoren, das sind G-Protein gekoppelte Rezeptoren, kommen wir gleich nochmal dazu. Aber Sie sehen schon hier vom Aufbau her, sind diese Riechsinneszellen im Grunde genauso aufgebaut wie die Nervenzellen, die wir schon ganz zu Beginn dieser Vorlesung kennengelernt haben. Also es sind bipolare Nervenzellen, in der einen Richtung unser Dendrit mit den Rezeptoren, in der anderen Richtung unser Axon, das dann in den Bulbus olfactorius zieht. Das sind nicht myelinisierte Axone, sprich das sind C-Fasern, also ganz schmale, nicht myelinisierte Axone. Diese bipolaren Nervenzellen, die haben auch eine relativ kurze Lebensdauer nur, die werden also ständig eigentlich erneuert und werden je nachdem, wie sie eben verbraucht sind, quasi immer wieder ersetzt. Auch das kennen Sie vielleicht von sich selber. Diejenigen von Ihnen, die mal aufgehört haben zu rauchen, wissen das, dass nach einer Zeit ihr Geruchssinn sich wieder verbessert. Das ist dann eben genau diese Neubildung von diesen Riechsinneszellen in Ihrem olfaktorischen System. Hier auf der Abbildung dargestellt ist einmal so eine Proteinstruktur von so einem Rezeptor. Nochmal zur Erinnerung, das haben wir schon ganz am Anfang kennengelernt, ne? Unsere Rezeptoren, das sind Proteine, dreidimensional gefaltete Proteine, die haben so eine ganz bestimmte Struktur und entsprechend ihrer Struktur, ihrer dreidimensionalen Struktur, haben die eben Bindungsstellen für ganz bestimmte Stoffe. Diese Rezeptoren sind, wie gesagt, hatte ich schon erwähnt, G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, sind also metabotrope Rezeptoren. Nochmal zur Erinnerung, was ist ein ionotroper Rezeptor, was ist ein metabotroper Rezeptor? Ionotrop wäre ein Rezeptor, der an einen Ionenkanal bindet, wo also direkt Ionen wandern. Hier in dem Fall metabotrope Rezeptoren, da bindet ein Rezeptor an diesen und es wird dann in eine intrazelluläre Signalkaskade ausgelöst, die dann für die Auslösung eines Aktionspotenzials, eines postsynaptischen Potenzials und dann eines Aktionspotenzials relevant ist. Wir haben also das gleiche Prinzip, das wir von Nervenzellen auch schon kennen. Wir haben Rezeptoren, Schlüssel-Schloss-Prinzip, die durch ganz spezifische Moleküle aktiviert werden und die lösen dann intrazellulär eine ganz bestimmte Signalkaskade aus. Also unser Geruchsmolekül bindet also an diesen Rezeptor, das dann hier dieses G-Protein stimuliert, das dann Adenylalcyclasen aktiviert, die dann CAMP bilden und dieses CAMP, das bindet dann an unseren Ionenkanal. Der Ionenkanal geht dann auf und wir sehen es hier, Calcium und Natrium kann in die Zelle einströmen und wir haben diesen ganzen Prozess, den wir jetzt schon ein paar Mal kennengelernt haben, unsere Zelle depolarisiert. Wir haben also hier ein erregendes postsynaptisches Potenzial, das dann sich an dieser Nervenzelle weitergegeben wird. Und wir haben primäre Sinneszellen, also direkt hier ein Aktionspotenzial auslösen kann. Ganz wichtig, ich hatte es schon erwähnt, diese Rezeptoren, die sind spezifisch für ganz bestimmte Geruchsmoleküle und jede von diesen Bipolarzellen hat nur eine Klasse von Rezeptoren. Also jede einzelne von diesen Bipolarzellen in ihrer Nase wird nur durch ein ganz bestimmtes Molekül aktiviert.
Und welches Molekül das ist, das diese Riechsinneszelle aktiviert, das ist genetisch festgelegt. Also wir haben eine relativ große Anzahl von Genen, die kodieren, welche Riechsinneszellen sie denn ausbilden und welche Rezeptoren auf diesen Riechsinneszellen denn drauf sitzen. Was machen also diese G-Protein gekoppelten Rezeptoren an unseren Bipolarzellen? Die erzeugen erstmal ein postsynaptisches Potenzial. Erinnern wir uns nochmal kurz zurück, was ist ein postsynaptisches Potenzial? Das sind diese Veränderungen an der Zellmembran durch die Aktivierung durch einen chemischen Botenstoff, in dem Fall unser Geruchsmolekül. Wir fangen also von unten an, ne, wir sehen es unten, da haben wir unseren Odorant, also unser Geruchsstoff, der bindet an die Rezeptoren und das führt dazu, dass wir eine langsame Veränderung, eine langsame Depolarisierung unseres Zellmembrans, unserer Zellmembran haben. Diese langsame Depolarisierung der Zellmembran breitet sich dann entlang des Dendriten fort und wird dann am Axonhügel unserer olfaktorischen Bipolarzelle in ein Aktionspotenzial übersetzt. Ne, haben wir also diesen Prozess, wir erinnern uns nochmal kurz zurück, wir haben unsere Aktionspotenzialschwelle, wir depolarisieren unsere Nervenzelle also so weit, dass wir die Aktionspotenzialschwelle überschreiten und dann wird am Axonhügel ein Aktionspotenzial ausgelöst. Und in der Frequenz der Aktionspotenziale wird jetzt kodiert, wie stark jetzt die einzelnen Rezeptoren aktiviert werden, also wie stark die Depolarisierung durch den Geruchsstoff hier ist. Also je mehr Moleküle an unsere Nervenzelle ankommen, desto mehr Aktionspotenziale werden hier ausgelöst. Das sogenannte Rate-Coding, also die Kodierung der Intensität eines Reizes in der Anzahl der Aktionspotenziale. Und wie gesagt, ganz kurz zusammengefasst, es geht hier also um einen G-Protein gekoppelten Rezeptor, der die CAMP-Produktion anregt. Durch die CAMP-Produktion werden dann Natrium- und Calciumkanäle aufgemacht. Stoffe können hier einströmen, was dann eben zur Depolarisierung führt. So, jetzt haben wir unsere Bipolarzellen aktiviert. Frage, ja. Die Frage ist mit dem Hintergrund, dass ganz bestimmte Moleküle die Rezeptoren besetzen und dann erst nach einer Zeit wieder unsere Bindungsstellen freigeben. Gibt es Gerüche, wo die Rezeptoren schneller frei werden als andere? Gibt es bestimmt? Ich weiß es jetzt aber gerade nicht. Müsste ich tatsächlich nachschauen. Ist aber eine hervorragende Frage. Die lebensweltliche Erklärung wäre ja, denn es gibt ja Rezeptoren oder es gibt ja Gerüche, an die adaptieren sie schneller als an andere und auf die reagieren sie sensitiver als auf andere. Die Frage ist natürlich, ob sie eine gleiche Anzahl von Rezeptoren, von Bipolarzellen pro Rezeptortyp haben. Also gibt es ganz bestimmte Rezeptoren, die häufiger sind als andere. Und ich muss gestehen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir schauen das mal nach und schreiben es mal ins Forum rein. Ich hoffe mal, dass ich das noch rausfinde. Aber das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage und diese ganze Kodierung von Gerüchen ist auch noch nicht so ganz hundertprozentig aufgeklärt. Also beispielsweise auch nach welchem Prinzip denn eigentlich diese Gene die ganz bestimmten Rezeptoren kodieren und warum das eigentlich so viele sind, weiß man auch noch gar nicht. Und wir kommen vielleicht noch zu so ein paar Unklarheiten zum olfaktorischen System, die alle noch gar nicht so gut aufgeklärt sind. Jetzt gehen wir aber erstmal einen Schritt weiter und schauen uns an, was machen denn eigentlich die Axone der Bipolarzellen? Wo landen die denn? Diese Axone der Bipolarzellen, die ziehen von unserem Riechepithelium durch die sogenannte Siebbeinplatte. Siebbeinplatte, das ist die Oberkante ihrer Nasenhöhle, die heißt Siebbeinplatte, weil sie aus Bein, also aus Knochen ist und aussieht wie ein Sieb. Also ist ein relativ naheliegender Name, die hat also das ist quasi ein Teil von ihrem Schädel, der ganz, ganz viele kleine Löcher hat, so wie so ein Sieb. Und durch diese kleinen Löcher in den Schädel hinein ziehen die Axone der Bipolarzellen und die ziehen bis in den Bulbus olfactorius. Bulbus olfactorius, eigentlich zwei Stück, eigentlich zwei Bulbi olfactorius, Bulbus, Bulbi,
Bulbi olfactorius. Die haben also einen linken und einen rechten Bulbus olfactorius, genauso wie eine linke und eine rechte Hirnhälfte haben. Die ziehen also beide so an, quasi an die Oberseite ihrer, so hier in diesen Stirnbereich hinein. Das sind quasi Ausstülpungen ihrer Großhirnrinde. Ist ein bisschen einfacher aufgebaut. Wir haben es schon kennengelernt. Unsere Großhirnrinde besteht eigentlich aus 6 Zellschichten. Hier der Bulbus olfactorius besteht nur aus 5 Schichten. Ist also ein bisschen einfacher aufgebaut. Die äußerste Schicht von diesem Bulbus olfactorius, das ist eine Schicht, die besteht aus Glomeruli oder Glomeruluszellen. Das sind so kleine Anhäufungen, so Verschaltungsstationen von den Bipolarzellen auf die nachfolgenden Mitralzellen. Die sind so leicht kugelförmig angeordnet und sind Bindungsstellen, wo ganz, ganz viele Bindungsstellen zwischen diesen Bipolarzellen und den Mitralzellen existieren. Können Sie sich so vorstellen, also diese Axone der Bipolarzellen, die teilen sich in ganz, ganz viele Axon-Kollateralen auf. Ne? Erinnern wir uns nochmal dran. Axone können sich am Ende so auffächern, Axon-Kollateralen. Und diese ganz, ganz vielen Axon-Kollateralen bilden sehr, sehr viele Synapsen eben dann zu den Dendriten der Mitralzellen. Wir haben eine sehr starke Konvergenz. Also hier fließen sehr, sehr, sehr viele Bipolarzellen auf sehr wenige Mitralzellen. Also etwa 1000 Bipolarzellen ziehen hier konvergent auf eine von diesen Mitralzellen. Diese Mitralzellen, das sind im Grunde spezialisierte Pyramidenzellen. Pyramidenzellen haben wir auch schon mal kennengelernt. Das war so das Standard-Normal-Neuron in unserem Nervensystem. Das heißt Pyramidenzelle, weil der Zellkörper pyramidenförmig ist. Ne, da haben wir einmal unseren Dendrit und dann einen einzelnen Axon. Diese Mitralzellen, das sind also tatsächlich die erste Verschaltungsstation in unserem olfaktorischen System, wo eben jetzt diese Bipolarzellen hinten drauf konvergieren. Zwischen diesen Mitralzellen haben wir hemmende Interneurone, die sogenannten Körnerzellen. Körnerzellen haben wir auch schon mal kennengelernt, als wir uns angeschaut haben, aus welchen Schichten ist eigentlich unser Neokortex aufgebaut. Da haben wir die innere und äußere Körnerschicht kennengelernt. Erinnern Sie sich mal dran, haben wir diesen 6-schichtigen Aufbau gehabt. Körnerzellen, das sind quasi Querverbindungen zwischen benachbarten Pyramidenzellen, in dem Fall eben zwischen den benachbarten Mitralzellen, die hier hemmend auf die auf benachbarte Nervenzellen wirken. Das heißt, wir haben hier dieses Prinzip der lateralen Hemmung. Also, wenn ich eine Pyramidenzelle aktiviere, kann ich über eine Aktivierung dieser Körnerzelle die benachbarten Mitralzellen, die benachbarten Pyramidenzellen hemmen, um so Kontraste zwischen einzelnen Aktivierungen zu verstärken. Jetzt ist die Frage, warum sollte ich die Kontraste zwischen diesen Mitralzellen irgendwie verstärken wollen? Und was wir dabei im Hinterkopf behalten müssen, ist wieder dieses Prinzip, dass jede Bipolarzelle spezifisch ist für einen ganz bestimmten Geruchsstoff. Wir haben hier also eine Konvergenz, das heißt etwa 1000 Bipolarzellen ziehen zu einer Mitralzelle und auch diese Mitralzellen sind geruchsstoffspezifisch. Also auf diese eine Mitralzelle ziehen nur Bipolarzellen, die alle den gleichen Rezeptor ausbilden. Das heißt, diese Glomeruli, in denen wir diese Verschaltung zwischen Bipolarzellen und Mitralzellen haben, die sind geruchsstoffspezifisch. An einem so einem Glomeruli, in Verschaltungsstation zwischen Bipolarzellen und Mitralzellen, wird nur die Aktivität, nur die Information von einer Art von Rezeptor verarbeitet. Wir haben also eine massive parallele Verarbeitung von Geruchsinformationen. Das heißt also, so ein komplexer Geruch wie Kaffee oder Tee, der aus ganz, ganz vielen einzelnen Gerüchen besteht, die jeweils unterschiedliche Riechsinneszellen aktivieren, wird also hiermit als parallele Informationsverarbeitung in unserem olfaktorischen System verarbeitet und jede einzelne Rezeptoraktivierung, jeder einzelne spezifische Rezeptor wird an einer von diesen Glomeruli-Zellen, von diesen Glomeruli auf eine Art von Mitralzellen weitergeleitet. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier mal unser olfaktorisches System nicht nur von der Seite angucken, sondern von vorne, wir gucken also so quasi, wir schneiden unsere Nase von vorne auf, gucken von vorne auf unseren,
auf unseren Bulbus olfactorius, ne, da haben wir zwei davon, einen rechten und einen linken, dann finden wir entlang der äußersten Schicht dieses Bulbus olfactorius unsere Glomeruli und durch die Aktivierung dieser unterschiedlichen Glomeruli können sowas wie Geruchskarten entstehen und aus der jeweiligen Aktivierung, je nachdem welche davon jetzt gerade aktiviert werden, können eben sowas wie eine komplexe Kodierung von Gerüchen entstehen. Und hier an dem Punkt ist eben jetzt die laterale Hemmung ganz wichtig. Dadurch, dass eben benachbarte Glomeruli sich gegenseitig oder benachbarte Mitralzellen an diesen Glomeruli sich gegenseitig hemmen können, können sich eben auch unterschiedliche Gerüche gegenseitig hemmen oder verstärken. Diejenigen von Ihnen, die Kaffee-ExpertInnen sind oder Wein-ExpertInnen, die kennen das vielleicht, dass sie durch eine ganz bestimmte Kombination von Gerüchen, also wenn Sie an etwas Neutralem riechen und anschließen an einem Kaffee oder einem Wein, dass Sie dann auch Ihre Geruchswahrnehmung tatsächlich beeinflussen können oder verbessern können. Das ist eben auch diese Idee der lateralen Hemmung dahinter, dass wir also ein sehr dynamisches System haben, das sehr schnell auf Signalveränderungen reagieren kann und eben hier aus dieser Aktivierung von benachbarten Mitralzellen komplexe Informationen ziehen kann. Ganz wichtig, wir haben eben dieses olfaktorische System bilateral angelegt, also wir haben quasi zwei Nasenhöhlen, damit auch zwei Bulbus olfactorius. Das heißt, die sind sehr redundant angelegt. Ganz bestimmte Tiere haben sowas wie eine Richtungswahrnehmung im auditorischen System, also Hunde beispielsweise und Ratten, die können auch anhand der Verteilung von Molekülen im Raum eine Richtungsorientierung anhand des Geruches vornehmen. Menschen können das in der Regel nicht, hat aber den großen Vorteil, dass wir auch mit nur einer aktiven Nasenseite immer noch wunderbar Gerüche wahrnehmen können. Also wir haben so eine sehr starke Redundanz im olfaktorischen System. Fassen wir das Ganze also mal kurz zusammen. Wir haben in unserer Nase eine Schleimhaut und das ist die Epithelschicht, wenn man so eine Schicht von Epithelzellen. In dieser Schicht von Epithelzellen eingebettet sind unsere bipolaren Nervenzellen unseres olfaktorischen Systems. Auf den Zilien, auf diesen Härchen von diesen Bipolarzellen, da finden sich die Rezeptoren, die eben spezifisch sind für ganz bestimmte Moleküle. Auf der anderen Seite der Bipolarzellen ziehen eben die Axone durch die Siebbeinplatte hin zu unserem Bulbus olfactorius und an einer Verschaltungsstelle, den sogenannten Glomeruli, haben wir eine sehr starke Konvergenz von sehr vielen Bipolarzellen auf sehr wenige Mitralzellen und auch diese Verschaltung ist geruchsstoffspezifisch. Und aus dieser unterschiedlichen Aktivierung der Mitralzellen können dann Geruchskarten erstellt werden, deren Muster dann sozusagen einen komplexen Geruch kodiert. Wir sehen es hier in der mikroskopischen Aufnahme nochmal Schritt für Schritt, dass wir also als erster Schritt haben wir eben unsere olfaktorischen Rezeptoren in unserer Riechschleimhaut, dann ziehen die Axone durch die Siebbeinplatte, das ist dieser Bereich, wo Sie nichts sehen, das ist die Siebbeinplatte, hin eben auf diese Glomeruli im olfaktorischen Bulbus olfactorius, wo dann eben diese Verschaltung auf die Mitralzellen stattfindet. Und hier unten in der unteren Abbildung mit der funktionellen Aktivierung sehen wir quasi als farblich dargestellt, welche von diesen Mitralzellen denn jetzt durch einen ganz bestimmten Geruch aktiviert sind. Wir sehen also, mehrere von diesen Mitralzellen sind gleichzeitig aktiv und dadurch entsteht sowas wie eine komplexe Geruchswahrnehmung. Und jetzt kommt hier eine kleine Einschränkung. Man hat lange Zeit gedacht, okay, wunderbar, wissen wir, wie Geruch funktioniert. Wir haben also dieses spezifische Muster, wenn die und die Mitralzellen gemeinsam aktiv sind, kodieren die einen ganz bestimmten Geruch. So einfach ist es scheinbar nicht, denn dazu kommt vermutlich auch noch sowas wie eine zeitliche Komponente, also die zeitliche Abfolge der Aktivierung unterschiedlicher Mitralzellen und auch der gegenseitige Einfluss zwischen Mitralzellen in unserem Bulbus olfactorius. Das ist so eine Idee, dass es eher ein Netzwerk ist, also die Aktivierung, die summierte Aktivität in einem Netzwerk
vermutlich kodiert das die olfaktorische Aktivität im Gegensatz zu so einer lokalisierten Aktivierung einzelner Mitralzellen. Aber wie das genau funktioniert, ist noch nicht so ganz klar. Denn unser olfaktorisches System, man kann da zwar Einzelzellableitungen machen, aber gerade diese Netzwerkaktivität zu messen, ist unglaublich schwierig. Denn dieses olfaktorische System, zumindest beim Menschen, liegt sehr, sehr unangenehm und unzugänglich eben hier hinter unserem Augen-Gesichtsfeld. Das kann man sehr, sehr schlecht nur mit neurophysiologischen Maßnahmen messen. Aber wenn Sie da irgendwie noch leicht Ihren Nobelpreis abstauben wollen, wenn Sie entdecken, wie das olfaktorische System eigentlich funktioniert, da ist noch viel zu holen. So, gibt es dazu erstmal irgendwelche Fragen, wie wir denn erstmal Geruchsstoffe wahrnehmen? Ja. Also jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, auf worauf Sie hinaus wollen. Geht es jetzt quasi um die Aktivität, die Verschaltung zwischen den Nervenfasern oder was passiert bei einer Verletzung Ihres Nasenbereichs? Okay, genau. Also, wir haben es ja gesehen, also die Frage danach, was passiert denn eigentlich mit dieser sehr, sehr feinen und sehr, sehr genauen Verschaltung von diesen Nervenzellen bei einer Verletzung? Also, dieses System, das ist sehr anfällig für Verletzungen. Ne? Die Siebbeinplatte, das ist eine sehr, sehr dünne Knochenplatte, die können Sie leicht durch die Verletzung, wenn Sie irgendwie Ihre Nase brechen, dann kann die sehr leicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Das kann dazu führen, dass Sie tatsächlich dann nichts mehr, dass Sie im Geruchssinn zum Teil oder ganz verlieren. Was man immer noch nicht weiß und was auch noch nicht so ganz geklärt ist, ist, wie kommen jetzt eigentlich diese Bipolarzellen, die wir ständig neu bilden, eigentlich dazu, ihr Axon zu der richtigen Mitralzelle zu schicken. Auch das wissen wir noch nicht so genau. Also wie das eigentlich genau funktioniert. Man weiß, okay, durch großflächige Verletzungen kommt es dazu, dass sie ihren Geruchssinn verlieren, aber trotzdem müssen diese Bipolarzellen ja irgendwann neu gebildet werden und trotzdem diese Verschaltung hinbekommen. Also irgendwo muss es da einen Mechanismus geben, der diese Verschaltung sicherstellt. Aber wie genau das funktioniert, wissen wir leider noch nicht. Noch eine Frage? Die Frage geht danach, was passiert denn eigentlich im Alter? Kann es sein, dass wir im Alter unsere Geruchswahrnehmung verändern? Ja, unsere Geruchswahrnehmung verändert sich mit dem Alter. Das hängt aber weniger mit einer Veränderung auf zellulärer Ebene zu tun, sondern eher mit Veränderungen auf Ebene der anatomischen Veränderung ihrer Nasenhöhle, dass sie beispielsweise durch Verletzungen zu einer Vernarbung ihrer Nasenhöhle kommt beispielsweise oder dass dass die Schleimhaut austrocknet und dadurch weniger von diesen Geruchsmolekülen gebunden werden können. Also das sind dann eher physiologische, anatomische Veränderungen als wirklich zelluläre Veränderungen. Ja. Genau, die Frage ist, wir haben es jetzt bei der Corona-Erkrankung, vor allem bei Long-Covid, häufig den Fall, dass Menschen ihren Geruchssinn verlieren. Und die Frage ist, woran liegt denn das, dass Menschen ihren Geruchssinn verlieren? Das ist eine hervorragende Frage und soweit ich weiß, ist es noch nicht so ganz geklärt. Was man dabei im Hinterkopf behalten muss, ist, dass das Coronavirus Nervenzellen beeinflusst und die Aktivität in unserem zentralen Nervensystem sehr stark beeinflussen kann. Also wir haben ja bei Long-Covid auch unter anderem kognitive Einschränkungen, die dann vermutlich damit zusammenhängen, dass die Aktivität von Nervenzellen durch dieses Virus beeinflusst wird. Eine Hypothese ist, dass tatsächlich dieses Virus dazu führt, dass diese Nervenzellen einfach absterben. Dass die quasi, und dann aber eben nicht unsere Bipolarzellen, sondern die Verschaltungsstation im Bulbus olfactorius, die eben dann nicht wieder erneuert werden kann. Also, wenn Sie Corona hatten oder wenn Sie noch vorhaben, Corona zu bekommen, lassen Sie es, denn dieses Virus kann tatsächlich massiv Einfluss auf Ihr Nervensystem haben. Wir haben dann eine sehr schöne Arbeitsgruppe am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, die sich mit diesen Long-Covid-Erkrankungen beschäftigt. Also wenn Sie das mehr interessiert, also auch diese Multisystemerkrankungen von Long-Covid, können Sie sich gerne bei mir melden. Da können Sie immer wieder Praktikum machen in der
Forschungsstelle. Also es ist ganz spannend, wo es eben ganz um diese ganzen Grundlagen, die noch gar nicht erforscht sind, geht. Also es ist ein sehr, sehr breites Forschungsfeld. Mhm. Genau, der Punkt ist eben, viele Menschen bekommen ihren Geruchssinn tatsächlich wieder, und das ist eben genau dann die Frage, ist es dann wirklich eine dauerhafte neurologische Veränderung, wie wir es eben bei diesen fast schon demenzartigen Erkrankungen bei Long-Covid haben, oder ist es nur kurzzeitig? Und das ist eine gute Frage. Also ist es eben auf der Ebene von Bipolarzellen, dann das würde dafür sprechen, dass sie eben wiederhergestellt werden, oder ist es auch bei einer dauerhaften Veränderung eher auf Ebene des zentralen Nervensystems? Aber ehrlich gesagt, ich kann es Ihnen gerade nicht beantworten, was die aktuell gängige Hypothese ist oder was gerade der genaue Mechanismus sein soll. Okay, dann machen wir mal einen ganz kurzen Ausflug zu den Pheromonen. Pheromone sind auch chemische Botenstoffe. Wir haben es ja gerade eben schon kennengelernt. Ne? Wir haben ja gerade den Olf kennengelernt, also unsere Einheit des Geruches. Das heißt, wir können unsere Mitmenschen wahrnehmen, wir können unsere Mitmenschen riechen, und dieser Geruch, diese chemischen Botenstoffe werden auch von manchen Tieren zur Verhaltenssteuerung verwendet. Pheromone sind also chemische Botenstoffe, die zur Kommunikation zwischen Individuen einer Spezies verwendet werden. Für die Wahrnehmung dieser Pheromone haben Säugetiere ein Organ, das sogenannte vomeronasale Organ. Hier bei der Ratte sehen Sie es eingezeichnet, so, das ist so dieses hier in Rot eingezeichnet, auch im Nasenraum ein Organ, das im Grunde genauso aufgebaut ist wie unser olfaktorisches System. Wir sehen es unten hier im Querschnitt, also auch da haben wir diese, so, also nennen wir es was Ähnliches wie Riechsinneszellen, also Bipolarneurone mit Rezeptoren, die dann auf Glomeruli, die sind hier dunkel eingefärbt, verschalten und die Information genauso weiterleiten wie in unserem olfaktorischen System. Bei der Ziege führt beispielsweise die Aktivierung dieses vomeronasalen Organs zur Freisetzung von Gonadotropin-Releasing-Hormon über eine Aktivierung der Amygdala. Hat also hier eine verhaltenssteuernde Wirkung bei der weiblichen Ziege. Also die männliche Ziege entlässt ein Pheromon. Dieses Pheromon bindet hier an dieses vomeronasale Organ, das dann eben das Verhalten einer weiblichen Ziege beeinflussen kann. Ob das bei Menschen funktioniert, ist noch umstritten. Also scheinbar haben Menschen so ein vomeronasales Organ, aber ob das so wirklich funktioniert, ist noch nicht so ganz geklärt. Damit werden Sie sich unter anderem im Seminar funktionelle Neuroanatomie im nächsten Semester beschäftigen. Da schauen wir uns also dann ein Forschungspaper an, das genau diese Frage zum Ziel hat, ob denn diese Pheromone auch beim Menschen wirksam sind. Das aber nur so als kleine Nebenbemerkung. Und jetzt schauen wir uns mal an, jetzt haben wir ja unseren Bulbus olfactorius kennengelernt. Was macht denn die Information, nachdem sie im Bulbus olfactorius gelandet ist? Sie sehen es hier in Orange eingezeichnet, mal einen so einen Bulbus olfactorius, in Rot diese eine Bahn über unser vomeronasales Organ. Da sehen Sie schon, okay, das ist jetzt nicht beim Menschen, sondern bei der Ratte, aber die Organisation ist erstmal die gleiche. Das heißt, eine Geruchsinformation kommt hier eben im olfactorischen Epithelium, also unsere Riechschleimhaut, an und wird dann an der nächsten Verschaltungsstelle, hier an diesen Mitralzellen und Tufted Cells, brauchen Sie jetzt nicht merken, das sind im Grunde eine andere, auch eine Form von Pyramidenzellen, Tufted Cells, Mitralzellen, hat im Grunde den gleichen Aufbau, verschaltet. Wir haben also eine Aktivierung dieser Pyramidenzellen in unserem Bulbus olfactorius. Und die Axone dieser Pyramidenzellen, die bilden dann den Tractus olfactorius, also die Riechbahn. Und die erste Verschaltung dieser Riechbahn ist eine kontralaterale Hemmung des anderen Bulbus olfactorius. Wir haben ja zwei davon, und die Aktivierung des einen hemmt über eine kontralaterale Hemmung den benachbarten Bulbus olfactorius über eine Verschaltung im anterioren Nucleus olfactorius. Also sprich,
diese Axone werden dann relativ schnell verschaltet, sodass sie einmal die Seite kreuzen und die kontralaterale Seite hemmen. Dann ziehen diese Axone ipsilateral, also auf der gleichen Seite, also ohne eine weitere Kreuzung, weiter in das Riehhirn, auf Lateinisch Riencephalon. Und dieses Riencephalon, das besteht im Grunde aus drei Teilen, einmal dem Tuberculum olfactorium, dem piriformen Cortex und der Amygdala. Wenn Sie jetzt aufmerksam zugehört haben, denken Sie sich, Moment mal, wir haben doch eigentlich gelernt, dass alle unsere sensorischen Systeme über den Thalamus verschaltet werden. Hier, unser olfaktorisches System ist die große Ausnahme, das wird nicht über den Thalamus verschaltet, sondern wir haben eine direkte Verschaltung, eine direkte axonale Verbindung zwischen den Pyramidenzellen im Bulbus olfactorius und der nächsten Verarbeitungsstufe eben hier in unserem Riencephalon. Und erst wenn diese Geruchsinformation in unserem Riencephalon, in unserem Riechkortex verarbeitet wurde, dann wird sie erst weitergeleitet an den Thalamus und von da weiterverteilt an den Rest des Neokortex. Das heißt, in unserem olfaktorischen System haben wir keine Filterfunktion durch den Thalamus. Das heißt, wir können unser Geruchssinn nicht bewusst abschalten. Unser Geruchssinn wird also ständig aktiviert. Und das haben Sie vielleicht schon bei Herrn Kernbach in Psy B6, Emotion und Motivation, kennengelernt, was die Amygdala so alles tut. Amygdala kam schon vorbei. Ne? Amygdala ist ganz, ganz relevant, beispielsweise für die Furchtkonditionierung oder die Verarbeitung von emotionalen Reizen. Und jetzt haben wir hier ein System, das eine direkte axonale Verbindung zu eben genau dieser Amygdala hat. Sprich, wir können hier unser Erregungssystem über die Amygdala und dann in der nächsten Verschaltungsstelle über den Hippocampus, Hypothalamus, also sehr stark unser Erregungshemmungssystem über unsere Gerüche, unser olfaktorisches System modulieren. Also Gerüche sind extrem stark verhaltenssteuernd für uns, da sie sehr leicht emotionale Reaktionen hervorrufen können. Jetzt ist die große Frage, wir sehen es hier so als Schaubild mit ganz vielen Pfeilen dargestellt, wo liegt jetzt eigentlich dieses Riencephalon, wo liegen jetzt also Tuberculum, Olfactorium, Piriformer Cortex und die Amygdala, die haben Sie schon kennengelernt, aber wo liegen die alle? Die liegen im Grunde versteckt an der Unterseite unserer Insula. Nochmal Wiederholung, Insula, ne? Wir ziehen unseren Temporallappen, unseren Parietallappen auseinander, gucken dahinter rein, da liegt der insuläre Cortex oder die Insula und da an der Unterkante, da finden wir das Riencephalon, also den Riechkortex, an der Grenze zum Temporallappen. Und von da, also da werden Gerüche als erste Verschaltungsstation analysiert und von da haben wir dann ganz, ganz viele Verbindungen zu anderen sensorischen Bereichen und eine ganz, ganz starke Verknüpfung vor allem auch mit unserem Frontallappen, wo dann zum Beispiel sowas wie eine komplexe Geruchs- und Geschmackswahrnehmung stattfindet. Also wird also Geschmack und Geruch dann im orbitofrontalen Kortex, also in dem Bereich des Frontalkortex, der oberhalb Ihrer Augen liegt, gemeinsam verschaltet zu so einem Konzept wie eben eine Geschmackswahrnehmung eines beispielsweise eines Lebensmittels. Und wir haben eben ganz wichtig, ganz starke Verbindungen zu eben Bereichen, die für kognitive Vorgänge relevant sind. Also denken Sie eben hier an die Amygdala, die für Furchtkonditionierung relevant ist. So viel zu unserem olfaktorischen System. Gibt es dazu erstmal irgendwelche Fragen von Ihnen? Okay, wunderbar. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schauen wir uns unser zweites chemisches System an, nämlich unseren Geschmack, das gustatorische System. Wir haben es gerade kennengelernt im olfaktorischen System. Da haben wir in der Luft gelöste Moleküle, die dann in der Riechschleimhaut sich in dieses Sekret unserer Riechschleimhaut lösen lassen müssen. Ganz ähnlich haben wir das Ganze im gustatorischen System. Da haben wir eben auch ein Sekret, nämlich unseren Speichel und diese
diese Moleküle, die wir in unserem gustatorischen System aufnehmen, die müssen sich im Speichel lösen lassen. Wir lösen also einzelne Moleküle in unserem Speichel und die aktivieren dann also chemische Rezeptoren in unserem vor allem Mund- und Rachenraum. Auch hier adaptiert die Wahrnehmung über die Zeit, aber eben ganz geschmacksspezifisch. Also wir haben zum Beispiel eine Adaptation auf süße oder bittere Geschmäcker, aber keine Adaptation oder keine vollständige Adaptation auf salzige oder saure Geschmäcker. Das sagt uns schon mal, okay, eventuell haben wir hier unterschiedliche Arten von Rezeptoren für unterschiedliche Arten von Geschmäckern. Dieses gustatorische System besteht oder basiert im Grunde auf einer gleichzeitigen Aktivierung von mehreren Nervenfasern, von mehreren sensorischen Bereichen. Wir haben hier eben auf der einen Seite unseren Geruch. Ich hatte es eben schon angesprochen, sowas wie eine komplexe Geschmackswahrnehmung bedarf einer gleichzeitigen Aktivierung unseres gustatorischen und olfaktorischen Systems. Das kennen Sie von sich selber, wenn Sie eine Erkältung haben, also jetzt gerade ist ja gerade eine schöne Zeit für eine Erkältung, dass Sie einfach nichts mehr schmecken. Also dass Sie zwar was essen können, aber das, was Sie da gerade essen, einfach nicht so richtig nach irgendwas schmeckt. Das liegt einfach dann darin, dass Ihre Nase verstopft ist, also diese beim Essen aufgenommenen Geruchsmoleküle nicht mehr an der Nase verarbeitet werden. Das zweite System, das wir hier beim gustatorischen System oder beim Geschmack im Hinterkopf behalten müssen, ist die Somatosensorik und Nozizeption. Also den Geschmack, das Gefühl, das taktile Gefühl aus dem Inneren Ihres Mund- und Rachenraumes. Auch das kennen Sie wahrscheinlich von sich selbst, dass Sie einfach, wenn Sie beispielsweise in ein weicher Chip oder ein frischer Chip, ein knackiger Chip, sich unterschiedlich anfühlen und vermutlich auch so ein bisschen anders schmecken. Also dieses taktile Gefühl aus Ihrem Mundraum, Mund- und Rachenraum hat einen ganz großen Einfluss auf Ihr Geschmackserlebnis. Und zusätzlich haben wir auch noch eine Temperaturempfindung. Also wenn Sie beispielsweise jetzt gerade einen heißen Tee trinken, dann hat diese Temperatur auch wiederum eine Eigenschaft auf Ihre Geschmacksempfindung. Das heißt, bei diesem Geschmack aktivieren wir ganz viele parallele Nervenfasern, die auch sehr, sehr unterschiedliche Informationen transportieren. Ganz grundsätzlich aktivieren wir drei Hirnnerven. Hirnnerven haben wir schon kennengelernt, ne? Das waren diese Nervenfasern, deren Kerngebiete hier im Hirnstamm liegen und deren Axone dann eben unseren Gesichts- und Mund- und Rachenraum mit Axonen versorgen. Da haben wir den siebten, den Nervus facialis, auch Corda tympani genannt. Als zweites den Nervus glossopharyngeus, den neunten, und unseren altbekannten zehnten Hirnnerv, den Nervus vagus, die alle an dieser gustatorischen Wahrnehmung beteiligt sind. Diese drei Nervenfasern haben eben ihre Kerngebiete in den Hirnnervenkernen und ziehen von da dann eben rauf zum Thalamus und dann eben in den gustatorischen Kortex. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen, welchen Weg die denn eigentlich nehmen über hier diesen Tractus solitarii. Fangen wir also an mit unserer Zunge. Damals, als ich in der Schule war, habe ich noch in der Grundschule gelernt, dass die Zunge so aufgeteilt ist in unterschiedliche Bereiche, dass wir also an der Zungenspitze süß schmecken und an der Seite salzig. Das wissen Sie hoffentlich alle mittlerweile, dass das Schmarrn ist. Wir haben also überall auf der Zunge verteilt Geschmacksknospen und Geschmackspapillen. Das sind also so Vergrößerungen der Oberfläche unserer Zunge und an diesen Vergrößerungen der Oberfläche, immer an den Seiten dieser Papillen finden sich unsere Geschmacksknospen und die sind eben verteilt über die gesamte Zunge. Das sind sekundäre Sinneszellen, also wir haben es gerade im olfaktorischen System kennengelernt, da hatten wir primäre Sinneszellen, die selbst ein Aktionspotenzial erzeugen.
Hier in dem Fall sind es sekundäre Sinneszellen, die selbst kein Aktionspotenzial erzeugen, sondern ein Generatorpotenzial erzeugen. Und die lassen dann also einen Neurotransmitter frei und der Neurotransmitter, da ziehen die, das aktiviert dann eben nachgeschaltete A-Delta- und C-Fasern, das sind eben dann auf den Axonen der Hirnnerven. Auch hier im gustatorischen System, genauso wie im olfaktorischen System, haben wir eine ständige Neubildung von den Rezeptoren. Also diese Sinneszellen werden auch hier, genau wie im olfaktorischen System, ständig aus Stammzellen neu gebildet. Also wenn Sie sich mal am heißen Tee den Mund verbrannt haben, soll ja schon einigen hier vorgekommen sein, werden natürlich ihre Zunge quasi verbrüht und die Geschmackssinneszellen sterben ab. Aber das ist kein großes Drama, sondern die werden ständig neu gebildet und erneuert. Die haben tatsächlich eine relativ kurze Lebensdauer, das ist also wirklich ein ständiger Prozess. Auch wieder hier im Grunde die kurze Erinnerung an die Frage von vorhin, die Frage, was passiert denn im Alter, nimmt unsere Geschmackswahrnehmung im Alter ab? Ja, tut sie, wir schmecken im Alter weniger, aber das liegt vor allem vermutlich eben an den zunehmenden Verletzungen, den kumulativen Verletzungen über unsere Lebensspanne hinweg und dem Austrocknen unserer Schleimhäute im Alter. Diese Geschmacksknospen, das sind Ansammlungen von etwa 50 bis 100 Sinneszellen. Also schauen wir uns nochmal an, wir haben unsere Zunge und auf dieser Zunge, da haben wir diese räumlichen Vergrößerungen, diese Papillen und in diesen Papillen, da finden sich diese Geschmacksknospen und in diesen Geschmacksknospen, da finden sich etwa 50 bis 150 von diesen Geschmacksrezeptoren zusammen. Das sind also so längliche Gebilde, auch wieder obendran haben wir so Härchen, die heißen in dem Fall nicht Zilien, sondern das wäre ja langweilig, sondern die heißen hier Mikrovilli, ist aber genau das Gleiche, also so haarförmige Ausstülpungen der Oberseite unserer Rezeptoren. Und an diesen Mikrovilli, da haben wir dann unsere Bindungsstellen, also unsere Rezeptoren für unsere chemischen Stoffe. Auch wieder hier haben wir eine direkte Kodierung der Intensität, also der Menge von Stoffen, also die Aktivierung dieser Geschmackssinneszellen hängt also von der Konzentration, also der Menge eines chemischen Stoffes an unserer Zunge ab. Darüber hinaus hängt es von der Temperatur ab, also je nachdem, wie warm oder kalt ein ganz bestimmter Stoff ist, kann das eben beeinflussen, wie gut die Bindungsaffinität hier ist. Und von der Einwirkdauer, also je mehr Zeit ein Stoff auf unserer Zunge verbringt, desto stärker ist hier dieses Geschmackserlebnis. Wie gesagt, das sind sekundäre Sinneszellen, das heißt, wir haben hier eine Bindungsstelle, also eine Transmitterfreisetzung. Diese Transmitterfreisetzung aktiviert dann eben Rezeptoren an unseren Hirnnervenkernen. Sie sehen es hier gelb eingezeichnet, da sehen Sie dann also diese Axone, die hier dann die Information weiterleiten. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, wir haben unterschiedliche Rezeptoren für unsere vier unterschiedlichen Grundgeschmäcker, süß, salzig, bitter und sauer, die unterschiedliche Adaptationseigenschaften haben, also vermutlich auch unterschiedliche Rezeptoren besitzen. Schauen wir uns mal diese Rezeptoren im Detail an. Der einfachste und der erste, den wir uns aber anschauen können, ist der Rezeptor für Salz. Das ist relativ einfach, denn das ist im Grunde nichts anderes als ein offener Natriumkanal. Ne? Salz, Natriumchlorid, Kochsalz, ist nichts anderes als Natrium und Chlor. Das wird dann im Speichel gelöst. Das heißt, wir haben Natrium hier, diese Natriumionen frei in unserem Speichel vorhanden. Und dieses Natrium kann dann durch einen selektiven Ionenkanal in unsere Rezeptoren einfließen. Selektiver Ionenkanal, nochmal zur Erinnerung, Ionenkanäle, ne, diese dreidimensional gefalteten Proteine, die aufgrund ihrer Bindung, ihrer Eigenschaften eine ganz bestimmte Bindungseigenschaften haben, dass nur ganz bestimmt geladene Teilchen und Teilchen mit einer ganz bestimmten Größe durch diesen Ionenkanal hindurch wandern können. Also hier dieser Natriumkanal, das ist also ein selektiver Ionenkanal, durch den eben nur positiv geladene Ionen, in dem Fall positiv geladene Natriumionen hindurchwandern können.
Das heißt, wenn ich jetzt Salz esse, dann kann dieses Natrium aus unserem Salz direkt eben hier über diesen Natriumkanal in den Rezeptor eindringen, damit den Rezeptor depolarisieren. Und diese Depolarisierung führt dann eben, das kennen wir, das ganzen Prozess kennen wir schon dazu, zur Aktivierung von spannungsabhängigen Natrium- und Calciumkanälen. Das Gleiche, das kennen wir schon. Spannungsabhängige Natriumkanäle haben wir schon kennengelernt beim Konzept des Aktionspotentials. Wir müssen also die Spannung an unserem Zellmembran auf ein ganz bestimmtes Level depolarisieren und dann gehen diese spannungsabhängigen Natriumkanäle eben auf. Sprich, Salz führt eben zu einer Depolarisierung und auf diese Depolarisierung hin öffnen sich eben unsere Natrium- und Calciumkanäle. Das heißt, hier Natrium- und Calciumkanäle aktivieren, führt dann dazu, dass hier Natrium und Calcium einströmt. Und diese Depolarisierung führt dann zu dem Prozess, den haben wir auch schon kennengelernt, nämlich die Aktivierung des Snare-Komplexes. Erinnern Sie sich nochmal, Snare-Komplex, das war dieses Ding, das wir brauchen, um unsere mit Neurotransmitter gefüllten Vesikel mit der Zellmembran zu fusionieren. Und dann können wir unseren Neurotransmitter hier freisetzen, der dann an unserem Axon ein postsynaptisches Potential auslöst. Diese Aktivierung, die kommt irgendwann an ihre Grenzen. Wenn wir zu viel Salz essen, wenn wir zu viel Salz zu uns nehmen, dann sättigen diese Rezeptoren irgendwann. Das kennen Sie selber von sich selbst. Wenn Sie irgendwie mal Nudeln gekocht haben und zu viel Salz ins Wasser getan haben, haben Sie ihr Essen versalzen, dann schmeckt das irgendwie komisch. Dann haben wir also eine Überaktivierung von diesen Rezeptoren. Diese Salzrezeptoren, die adaptieren also auch nicht, weil wir haben ja quasi einen ständig offenen Ionenkanal. Ja. Genau, also die Frage ist, gibt es Gewöhnungseffekte bei der Wahrnehmung von Salz? Eine hervorragende Frage, vielen Dank für den Punkt. Ich hatte es hier auf der Folie, dass Sie nicht auf Salz adaptieren, aber die Menge an Rezeptoren, die ist natürlich dynamisch veränderbar. Auch das haben wir schon kennengelernt. Erinnern Sie nochmal an dieses ganze Konzept von Long-Term Potentiation und Long-Term Depression. Da haben wir kennengelernt, dass wir Rezeptoren in die Zellmembran ein- und ausbauen können. Und genau das Gleiche funktioniert hier also auch. Wenn wir ständig und dauerhaft zu viel Salz zu uns nehmen, dann wird die Anzahl von Bindungsstellen, von Ionenkanälen, für die Salzigkeitswahrnehmung relevant sind, wird eben ausgebaut. Das heißt, Ihr Geschmackssystem wird weniger sensitiv auf Salz. Wenn Sie wie Herr Lauterbach einfach gar kein Salz essen, dann haben Sie ein sehr relativ sensitives System. Da werden also relativ viele von diesen Ionenkanälen, von diesen Natriumkanälen vorhanden sein. Da sind Sie also sehr empfindlich für Salz. Auch das ist ein sehr dynamischer Prozess. Das geht relativ schnell. Das können Sie bei sich selber mal ausprobieren. Wenn Sie mal jetzt sich vornehmen, okay, jetzt haben Sie ein Semesterferien nichts zu tun, essen Sie mal kein Salz mehr, können Sie mal ausprobieren, wie sich Ihr Geschmack tatsächlich durch diese Anpassungen verändert. Da war noch eine Frage. Jetzt muss ich zurückfragen, die Veränderung über die Zeit, meinen Sie jetzt sowas wie Wochen, Monate oder Kurzzeitadaptation? Genau, gute Frage. Die Frage geht danach, wie verändert sich so über, ich sag mal, das Leben, so mittelfristig unsere Geschmackswahrnehmung? Natürlich, genau wie im Geruchssystem, wird diese Anzahl von Rezeptoren wird genetisch kodiert, also festgelegt, welche Rezeptoren wir haben und wie viele wir davon haben. Das lässt sich aber relativ gut auch tatsächlich trainieren. Also über unser Leben hinweg nimmt unsere Geschmackswahrnehmung relativ stark ab und auch in unterschiedlichen Anzahlen. Das je nachdem, diejenigen von Ihnen, die schon Kinder haben, wissen das vielleicht, dass Kinder sehr stark auf Süßes ansprechen und weniger gut auf Bitter. Und dass sie vielleicht jetzt im Erwachsenenalter erst so einen bitteren Geschmack von Kaffee zu schätzen gelernt haben. Das ist also ein Lernprozess, der sich auch ganz stark mit emotionalen Prozessen in Verbindung steht. Aber eben diese
Menge von Rezeptoren lässt sich tatsächlich durch Training, durch ganz bestimmte Ernährungseigenschaften, durch Ernährungsgewohnheiten tatsächlich auch verändern und beeinflussen. Ja. Noch eine Frage. Die Frage geht danach, was macht denn Rauchen mit Ihrem Geschmack? Und Sie haben es ganz recht, dass wenn Sie rauchen, verändert sich Ihr Geschmack. Das hat ganz banale Gründe. Der erste Grund ist, der Rauch, den Sie einatmen, der ist heiß. Und der führt zu Verletzungen an Ihrem Mund- und Rachenraum, durch den, genauso wenn Sie ständig sich an Tee verbrennen, sterben einfach Ihre Geschmacksrezeptoren ab. Der nächste Punkt ist natürlich, in dem Rauch sind ganz bestimmte Stoffe gelöst. Also haben wir auch Nikotin. Nikotin ist ein Nervengift. Nikotin zerstört einfach Nervenzellen. Das aktiviert Nervenzellen, aber diese Überaktivierung von den Nervenzellen zerstört dann die Nervenzellen. Das ist ein ganz, ich sag mal, ein kumulativer Prozess von mehreren Dingen, die einfach dazu führen, dass ihr Mund- und Rachenraum verletzt wird. Aber auch hier die gute Nachricht ist, das ist nicht dauerhaft, sondern wenn Sie aufhören zu rauchen, dann lässt sich das wieder, vor allem wenn Sie noch jung sind, regenerieren und Ihre Geschmackswahrnehmung kann auch tatsächlich wieder zurückkommen. Auch hier wieder, sollten Sie rauchen und Sie haben im Semesterferien nichts zu tun, hören Sie mal auf und gucken Sie mal an, wie sich Ihre Geschmackswahrnehmung verbessert. Genau, die Frage geht danach, was passiert eigentlich mit sowas wie scharf und so und ganz bestimmten Geschmäckern? Ich würde Sie bitten, noch fünf Folien etwa zu warten, dann kommen wir da genau dazu, nämlich zur Frage, wie denn eigentlich ganz bestimmte sogenannten Transient Receptor Protein Kanäle funktionieren und wie wir da eigentlich Geschmäcker wahrnehmen. Kommen wir aber gleich dazu, kurz Geduld haben. So, salzig haben wir abgehakt, kommen wir zu sauer. Sauer ist auch relativ einfach wahrzunehmen, denn sauer ist im Grunde eine Säure. Die Säure löst sich in Wasser und dabei wird Wasserstoff freigesetzt. Und dieser Wasserstoff, hier mit H+ benannt, dieser H+, der kann, also dieser Wasserstoff kann eben auch wieder hier rum durch ganz bestimmte Ionenkanäle in unsere Rezeptoren eindringen, der dann hier mit Potassium auf Englisch Kalium, ne, Potassium für diejenigen, die es noch nicht wussten, also Kaliumkanäle blockiert und damit auch wiederum zu einer Depolarisation führt. Und dann haben wir den gleichen Prozess, den wir schon kennengelernt haben, also positiv geladener Wasserstoff strömt hier ein, blockiert einen Kaliumkanal, dadurch depolarisiert unsere Nervenzelle. Und wir öffnen unsere spannungsabhängigen Natrium- und Calciumkanäle. Wir aktivieren unser SNARE-Protein, dadurch fusionieren unsere Vesikel mit unserer Zellmembran und unser Neurotransmitter wird freigesetzt. Hier steht es schon auf der Folie, vermutlich werden hier auch sogenannte TRP-Kanäle, Transient Receptor Protein-Kanäle aktiviert. Zu denen kommen wir gleich auch noch. Und vermutlich werden diese Ionenkanäle, oder kommt es ja auch durch eine Veränderung des pH-Wertes, also der quasi, ne, pH-Wert, wie sauer ist eine Flüssigkeit, kommt es eben auch zu einer Veränderung, also quasi einfach das Milieu, das innere Milieu unseres Mundes hat hier auch einen ganz starken Einfluss auf unsere Geschmackswahrnehmung. Genau wie bei salzig eben hier keine Adaptation auf das Vorhandensein eines Stoffes. Also, salzig und sauer, das war noch relativ einfach. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter bei süß, bitter und Umami. Umami, das ist so eine, ich sag mal, etwas exotische Bezeichnung von Geschmack, das vor allem sowas wie, also durch beispielsweise Fleisch, den Geschmack von Fleisch oder von Kohlenhydraten freigesetzt wird. Also beispielsweise, oder auch Fisch, Fleisch, Tofu. Das sind alle so Dinge, die eben diesen Umami-Rezeptor aktivieren. Süß und bitter, darunter können Sie sich vermutlich was vorstellen. Das sind G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. Also auch hier wieder unser Freund, der metabotrope Rezeptor. Sprich, wir haben Bindungsstellen für ganz bestimmte Stoffe. Eben hier, wir haben unterschiedliche Klassen, beispielsweise T1R und T2R. Das sind unterschiedliche Klassen von diesen
G-Protein gekoppelten Rezeptoren. Die bilden also hier so Zusammenschlüsse. Wir können also beispielsweise den T1R2 oder T1R3, der für süß relevant sind, oder die T1R1 und T1R3, die für Umami relevant sind. Also Sie sehen es schon, wir haben so unterschiedliche Kombinationen von unterschiedlichen Klassen von diesen Rezeptoren, die dann für diese unterschiedlichen Geschmäcker kombinieren. Wir haben also einen Zusammenschluss von diesen zwei Proteinen, die dann eben in Kombination unterschiedliche Geschmäcker kombinieren. Aber der Prozess ist immer der gleiche. Die Aktivierung von diesen Rezeptoren führt zu einer G-Protein gekoppelten intrazellulären Signalkaskade. Das Resultat dessen ist, dass wir aus den intrazellulären Speichern Calcium freisetzen. Dann sind wir wieder bei unserem alten Fall. Calciumfreisetzung aktiviert, führt zu einer Depolarisation. Die Depolarisation führt zu einer Öffnung von unseren spannungsabhängigen Natriumkanälen. Natrium strömt ein und wir können jetzt hier unseren Neurotransmitter freisetzen. Mit dem großen Unterschied, Sie sehen es hier schon, hier werden jetzt keine Vesikel fusioniert und freigesetzt, sondern wir setzen aus unserem Zellinneren ATP frei. ATP, Adenosintriphosphat, haben wir ja schon kennengelernt, als diesen Treibstoff unserer Zellen, unseren Energielieferant unserer Zellen, hat hier tatsächlich die Funktion eines Botenstoffs. Den können wir also durch selektive Kanäle aus dem Rezeptor freisetzen, und dieses ATP führt dann eben am nachgeschalteten Axon zu einer Erregung. Nochmal diesen Prozess im Detail angeschaut. Also süß, bitter und Umami, diese drei Geschmäcker, werden im Grunde kodiert durch eine Kombination von unterschiedlichen Proteinen in den Rezeptoren. Also diese Rezeptoranteile reagieren unterschiedlich stark auf verschiedene Stoffe, und je nachdem, wie stark jetzt eben dieser Rezeptor auf einen ganz bestimmten Stoff reagiert, wird hier eine ganz bestimmte Information kodiert. Sie sehen es also hier beispielsweise, dass wir eben oben in Gelb dargestellt die Response, also die Antwort von den T1R2 und T1R3 Rezeptoren auf ganz bestimmte Geschmäcker. Die werden eben vor allem durch sowas wie Sucrose, Fructose, also durch diese Zucker aktiviert. Auf der anderen Seite haben wir eben in der unteren Abbildung den T1R1 und T1R3 Rezeptor, der eben hier vor allem durch solche Proteine, ne, das sind unsere essentiellen Aminosäuren. Aminosäuren haben wir schon kennengelernt, diese essentiellen Aminosäuren, die wir über unsere Nahrung aufnehmen müssen, die aktivieren hier also beispielsweise den Rezeptor, der hier für diese Umami Geschmack relevant ist. Also eben quasi dieser Geschmack von Fleisch, also beispielsweise in Fleisch haben wir relativ viele Aminosäuren, die aktivieren jetzt also hier diese Rezeptoren. Fassen wir das Ganze mal zusammen. Wir haben also drei unterschiedliche Arten, wie wir Geschmack kodieren können. Auf der einen Seite eben Ionenkanäle, wie bei Natrium oder Wasserstoff. Auf der anderen Seite eben unsere G-Protein gekoppelten metabotropen Rezeptoren, wie bei süß, bitter und Umami. Diese beiden Klassen sind auch mit unterschiedlichen Neurotransmittern assoziiert, eben salzig und sauer mit Serotonin, wird also aus den Neurotransmitter gefüllten Vesikeln wird hier Serotonin als Botenstoff freigesetzt. Bei süß, bitter und Umami wirkt eben unser ATP, unser Adenosintriphosphat, als primärer Transmitter. Ja, Fragen? Ja. Genau, die Frage ist, was ist denn mit Fett? Die große Frage, das ist ein bisschen umstrittenes Thema, ob Fett ein eigener Rezeptor ist oder ob die Wahrnehmung von Fettigkeit eher über quasi das taktile System im Mundraum transportiert wird. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie mal so ein Stück Butter beißen, dann führt dieses Fett dazu, dass sich das Gefühl in Ihrem Mund ändert.
Also das ist eben noch so ein bisschen die Frage, was denn eigentlich das Relevante an Geschmack ist, an Fett ist, oder ob Fett eben, wenn es beispielsweise tierische Fette sind, ob das nicht eben auch diese Umami-Rezeptoren aktiviert. Also das ist eben auch so ein Bereich, der ist noch nicht so hundertprozentig geklärt, aber Fakt ist, wir können Fett tatsächlich schmecken. Aber unterschiedlich, ob es ein tierisches Fett ist oder ein pflanzliches Fett. Ach so, ach sie, ah, okay, die Frage ist, was macht unser Wasserstoff an dem Kalium, und Ihnen fällt gerade so ein bisschen dieses Minus auf an dem. Das bedeutet nicht, dass der blockiert ist. Also dieses Minus hat nichts mit einer Ladung zu tun. Das Minus symbolisiert hier nur, dass der Kaliumkanal zugeht. Genau, es hat nichts mit einer Ladung zu tun. Aber vielen Dank für das Detail. Also, falls Sie sich wundern, dieses weiße Minus auf schwarzem Grund bedeutet, dass dieser Wasserstoff, der vorhanden ist, sowohl eben durch eine Bindung von außen als auch aus dem Inneren der Zelle dazu führt, dass diese Kaliumkanäle zugehen. Das ist aber nicht auf einmal negativ geladen. Also das hat nichts mit Ladung zu tun, sondern ist quasi ein Durchfahrtverbotenschild. Okay, dann kommen wir jetzt schon zu den schon angesprochenen transienten Rezeptorproteinen. Wir haben es ja schon mal kennengelernt, als wir uns mit dem somatosensorischen System und dem Schmerz auseinandergesetzt haben. Da hatte ich schon erwähnt, dass wir Rezeptoren, also Bereiche haben, die sensitiv sind für sowohl Temperatur als auch für ganz bestimmte chemische Stoffe. Das heißt, wir haben eine multisensorische Wahrnehmung, also unterschiedliche sensorische Eigenschaften durch eine Klasse von Rezeptoren kodiert werden. Und das sind diese Transient Receptor Potential Kanäle. Das sind also Ionenkanäle, die durch entweder eine Temperaturveränderung aktiviert werden oder durch einen chemischen Reiz. Das heißt, wir haben dann eben sowas wie Capsaicin aus der Chilischote, das eben einen Ionenkanal aktiviert, durch den dann Ionen wandern können. Aber dieser Ionenkanal wird auch durch einen warmen Reiz, also durch eine Temperaturveränderung in den Hitzebereich, so hier, was haben wir, hier oberhalb von 39, 40 Grad aktiviert. Deswegen, es gibt so Capsaicin-Pflaster, die können Sie auf sich draufkleben, wenn Sie Rückenschmerzen haben. Das fühlt sich dann warm an. Da ist quasi dieses Capsaicin drin, das dann eben diese eine Art von Rezeptor aktiviert. Sprich, in unserem gustatorischen System haben wir also eben Rezeptoren, die wir auch ansonsten in der Haut haben. Das ist also quasi, das sind freie Nervenendigungen mit einer ganz bestimmten Klasse von Rezeptoren. Deswegen haben wir das im somatosensorischen System schon mal besprochen. Die haben wir überall sonst in unserem Körper auch, die eben durch ganz bestimmte chemische Stoffe aktiviert werden. Die sind also jetzt nicht gebunden an diese Geschmackssinneszellen auf unsere Zunge, sondern die sind quasi in unserem Mund- und Rachenraum vorhanden. Und da werden jetzt eben durch eben Knoblauch, Minze, da werden eine Klasse, oder eben sowas wie Capsaicin, eine andere Klasse von Rezeptoren aktiviert. War das so ein bisschen die Frage, die Sie hatten? Achso. Ja. Genau, die Frage ist, also was passiert mit Hitze in unserem Mundraum? Ich komme gleich zu der Frage. Hier in dem Fall muss man beachten, dass Sie eine kalte Chilischote, die Sie in den Mund nehmen, als heißen Reiz wahrnehmen. Die ist dann nicht heiß, sondern es ist quasi nur Ihre Wahrnehmung, empfinden Sie als heiß. Deswegen wird quasi, das ist jetzt nicht wie bei einem heißen Rauch, der quasi durch die reine thermische Hitze zu einer Verletzung führt, sondern in dem Fall ist es quasi ein eigentlich kaltes Objekt, aktiviert ein Rezeptor, der von Ihnen als heiß interpretiert wird. Aber ganz wichtiger Hinweis, vielen Dank dafür. Auch hier haben wir wieder eine ganz starke Adaptation. Also wenn Sie es gewöhnt sind, scharf zu essen, dann wird quasi die Menge von diesen Rezeptoren natürlich auch runterreguliert. Also das ist eben genauso ein Bereich, der eben Kinder haben sehr viele von diesen Rezeptoren, deswegen sind die sehr empfindlich auf starke Geschmäcker. Je älter sie werden, desto weniger davon haben sie, desto weniger empfindlich sind sie auch auf ganz bestimmte Geschmäcker.
Und hier kann sich eben auch ihr, quasi ihr Mundraum an das Vorhandensein von diesen Geschmacksstoffen anpassen. So, jetzt war hier noch eine Frage. Die Frage geht danach um die Nachwirkung, die Langzeitwirkung von Chili beispielsweise an diesen THP-Rezeptoren. Und das ist eine ganz gute Frage, woher das kommt. Also stellen Sie sich vor, also ich bin so ein bisschen empfindlich auf scharf. Ich habe gestern einen Burger gegessen, da war Chili drauf, das war irgendwie unangenehm. Und dann, obwohl ich danach ein Brot gegessen habe, ist das nicht weggegangen. Die Frage ist dann, was denn da hinten dran hängt und an diesen THP-Rezeptoren, die aktivieren zum Beispiel C-Fasern, die für diesen zweiten Schmerz relevant sind, die leiten Informationen relativ lange, über eine relativ lange Zeit. Also der eine Punkt könnte natürlich sein, dass sie entweder eine dauerhafte Aktivierung von diesem Rezeptor haben oder einfach eine dauerhafte Aktivierung von der nachfolgenden Nervenzelle. Was jetzt genau der Prozess ist, weiß ich leider genau nicht, aber könnte damit zusammenhängen. Also Sie können es mal ausprobieren, wenn Sie einfach heute Abend kochen, beißen in eine Chilischote und trinken dann Milch, um das quasi mit diesem Fett das Capsaicin wegzuspülen. Dann können Sie quasi bei sich selber messen, wie lange denn möglicherweise dieser zweite Schmerz über die C-Fasern denn bei Ihnen anhält. Wir haben es gerade schon gelernt, im gustatorischen System haben wir auch wiederum eine massive parallele Informationsverarbeitung über unsere unterschiedlichen Rezeptoren und diese unterschiedlichen drei Hirnnerven, den 7., den 9. und den 10. Hirnnerv. Diese drei Bahnen werden relativ parallel verschaltet und konvergieren in der Medulla oblongata. Erinnern wir uns nochmal dran, Medulla oblongata, dieser erste Teil unseres Rückenmarks, wo im Rückenmark an unser Großhirn, unser Zentralnervensystem andockt. Eben hier haben wir einen Hirnnervenkern. Da haben wir quasi diesen, auf der anderen Folie sieht man es ein bisschen besser. Ich schalte nochmal kurz zurück. Hier den Tractus solitarii mit dem gustatorischen Kerngebiet. Da haben wir quasi die erste Verschaltungsstation. Hier konvergiert also die Information aus diesen drei Bahnen und hier wird auch die Information auf die viszeromotorischen und sekretorischen Kerne verschaltet. Also da wird quasi dann auf den Geschmacksreiz hin ihre Viszeromotorik, also die Motorik ihrer inneren Organe aktiviert, genauso sekretorische Körner, die relevant sind für den Speichelfluss. Also hier haben wir also Kerngebiete in unserer Medulla oblongata, die so für diese grundsätzlichen Funktionen unseres autonomen Nervensystems relevant sind. Von da haben wir eine kontralaterale Kreuzung. Und von da zieht dann die Information in den Thalamus und vom Thalamus geht die Information dann an die Oberseite unserer Insula. Also Insula wiederum, wir ziehen unseren Parietallappen und Temporallappen auseinander. An der Unterseite unser olfaktorisches System, an der Oberseite der Insula unser gustatorisches System. Sprich, Informationen, die wir um unsere Zunge aufnehmen, geht relativ schnell über unseren Thalamus, auch wiederum hier ein Informationsfilter und landet dann in einem Bereich unseres Gehirns, der auch sehr eng und stark verbunden ist mit unserem somatosensorischen System. Erinnern Sie sich nochmal dran, somatosensorisches System an der Zentralfurche und endet dann der Mund- und Rachenraum, die Verarbeitung des Mund- und Rachenraums quasi an der Unterkante dieses Homunculus und an unserer Zentralfurche entlang. Und wo unser somatosensorisches System verarbeitet wird, da wird dann eben auch quasi an der Oberkante der Insula unsere Geschmackswahrnehmung verarbeitet. So, was Sie heute mitnehmen hätten sollen, ist eben die Verarbeitung von Geruch und Geschmack als Beispiel für zwei chemische Sinne, eben einmal Geruch, unsere olfaktorischen Reize über unsere Riechbahn und eben Geschmack über gustatorische Reize, unsere Zunge, und dann eben die Geschmacksbahn, beides eben in der Insula verarbeitet und die komplexe Verarbeitung, die multisensorische Integration von Geschmack und Geruch, die erfolgt dann eben in unserem Frontallappen im Orbitofrontalkortex. So viel zu den chemischen Sinnen. Fragen?
Genau. Also die Frage ist nach den efferenten Bahnen im olfaktorischen System. Ja. Also geht eine Warnfunktion von Gerüchen, dass sie also beispielsweise, wenn sie einen starken Geruch haben, dass dann ihr Geruchssystem auf diesen starken Geruch hin adaptiert, oder wie meinen Sie? Ach so, ah, okay, okay, jetzt, ich hab ein R gehört, wo keins war. Genau, interessante Frage. Es dreht sich um Wahnvorstellungen, also wahnhafte Empfindungen im olfaktorischen System. Das ist eine hervorragende Frage. Also, ich glaube zumindest bei wahnhaften Störungen wie der Schizophrenie haben Sie keine Wahnvorstellung, die das olfaktorische Sinne einschließen. Was Sie allerdings häufig haben, ist beispielsweise bei der posttraumatischen Belastungsstörung, die quasi als Resultat auf ein traumatisches Erlebnis haben Sie intrusive Gedanken und Flashbacks. Und diese intrusiven Gedanken und Flashbacks, die können zum einen durch Gerüche getriggert werden, aber die umfassen häufig auch Geruchswahrnehmung, da eben diese traumatischen Erlebnisse, also sehr starke emotionale Reize, eben direkt über die Amygdala abgespeichert sind. Das ist aber in dem Fall nicht wahnhaft, sondern das ist quasi ein Flashback eines Erlebnisses. Deswegen, aber es ist eine spannende Frage, ob es wahnhafte Störungen mit olfaktorischen Reizen gibt. Fragen Sie mal Frau Petersen, ich weiß es nicht. Okay, wunderbar. Dann sind wir mit der Vorlesung durch. Es war mir eine große Freude. Das war tatsächlich meine letzte Vorlesung, die ich hier an der Uni halte. Das ist Morgen ist mein letzter Tag, Ende März, Ende Februar bin ich weg. Deswegen hat mich gefreut, hier diese Vorlesung mal für Sie halten zu dürfen. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben zur allgemeinen Vorlesung oder so, dann haben Sie jetzt noch die Zeit dazu. Ja, die Videos sind sowohl im OLAT, der OLAT-Kurs bleibt auch noch bestehen, und die sind auch sowieso auf YouTube. Also die können Sie auf jeden Fall auch, sollte ich irgendwann mal nicht mehr sein, solange YouTube existiert, werden auch die Vorlesungen noch existieren. Nee. Nee, also die Lehre im Sommersemester wird durch Masterstudenten, Studis von mir geleistet. Also das Seminar ist vorbereitet, wird auch genauso stattfinden wie in den letzten Jahren. Also da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Klausur werde ich auch noch stellen. Die sollte ich eines Tages mal noch machen. Wie das allerdings ab dann nächsten Wintersemester aussieht, weiß ich nicht. Alright, wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen erfolgreiche Semesterferien, viel Spaß beim Lernen und viel Spaß im nächsten Semester bei der funktionellen Neuroanatomie.